So, Mahlzeit, willkommen beim nächsten Bosskampf. Jo, noch mit tiefer reden und dann kommt eigentlich schon der Endgegner. Der ist eigentlich sehr einfach. Und mit meinem Trupp sowieso. Also kann eigentlich nicht viel schief gehen. So. Da ist die Retro schon. Orko heißt er. Naja. Ist aber ein schöner Blitz. Ah, dann warten wir mal gleich, bis wir den Schaden kriegen. Dann können wir gleich eine schöne Limit-Attacke machen. So, tiefer. Probieren wir es mal mit Feuer. Aris muss jetzt ihren kompletten Job als Heiler machen. Sonst kann das ein bisschen hart werden. Na komm, greif mal an. Aris halt... Ja, halt sich mal am besten. Tiefer probieren wir mal einen normalen Angriff. Gucken, wie viel Schaden das macht. Ach nein, das seht ihr noch. So. Attacke. Was haben wir hier eigentlich? Da können wir jetzt schon benutzen, wa? Hier wollen wir mal Cloud in. So, dieses Hyper oder Hyper, wie immer es auch heißt. Das bewirkt, dass unsere, Leiste für, sagen sie schon, für die Limit-Attacken schneller steigt. Und dann geben wir ihr noch eins. So, Cloud macht dann gleich wieder seine nächste Limit-Attacke, was den Gegner auch wieder kräftig schaden wird. So, 72 Schaden, das ist ja schon heftig. Und alle, ja. Und Aris muss sich heilen, das steht fest. Und Cloud macht weiter mit normalen Angriffen. Und sie zaubert Feuer. Das heißt, die Leiste dürfte eigentlich gleich wieder fast voll sein. Sag ich doch. So eine Heilung. Auf tiefer. Und, ah, schade. Und er macht wieder einen Angriff. So. Aris und Cloud dürften auch wieder voll sein. Bei Cloud bin ich mir nicht so ganz sicher. Doch. Und ein schöner heilender Wind. Ach, verdammt. Also ja, einfach bloß voll den Angriff drauf. Jetzt kommen wir wieder tiefer mit ihrem Fausthagel. Eigentlich auch ein schöner Angriff. Und jetzt kommen wir nach Cloud. Und bäm. Und tot ist das Ding. Wie gesagt, keine große Arbeit, kein nisch. Da kenne ich nicht. Naja, kriegen wir noch schöne Erfahrungspunkte. Und noch eine Phönixfeder. Na Juti, das war's dann wieder. Bye bye.